Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich habe von meinem neuen Video, das ich eingestellt habe, die Kommentare gelesen. Was ich als erstes mal sagen möchte, einen lieben Gruß an René Jakuza. Ist dir schon mal aufgefallen, dass alles, was in Natalias Live-Videos kommt und eventuell einen bitteren Beigeschmack für die Natalia hat, dass du das sofort löscht und von Natalia gelobt wird? Oh, René, bist du schnell und danke und toll und klasse. Und ist dir dann aufgefallen, dass du bei mir frei deine Meinung äußern kannst? Mein Kanal wäre vielleicht gar nicht so wichtig für Kommentare, wenn bei Natalia auch negative Kommentare erlaubt wären. Das Gleiche gilt für M-Steff. Bei mir kannst du schreiben. Bei Natalia dürfen die Leute, die hier sonst kommentieren, nicht schreiben. Es ist halt der Unterschied, wie die Leute mit Kritik umgehen können, wobei ich die Kritik, die hier teilweise an mir geäußert wird, gar nicht als Kritik, weder positive noch negative Kritik sehen kann, sondern einfach nur als, ich sag mal, unreflektiertes Nachplappern von einem gewissen Kanal. Und von dem her ist es für mich jetzt nicht so relevant. Meine Videos wird es weiterhin geben, um aufzuklären, um auch zu zeigen, es findet kein Umdenken von Natalia statt. Sie reflektiert sich nicht selber in ihrer Arbeit mit den Hunden. Im Gegenteil, es sind in jüngster Zeit diese Zusammenschnittszenen entstanden. Hunde auf die Fresse hauen, Hunde in die Eier treten und so weiter. Und ich bin der Meinung, dass das absolut keine Erziehungsmethoden sind, die angewandt werden sollen. Und es sollte auch nicht propagiert und veröffentlicht werden von Europas selbsternannter bester Hundetrainerin. Und von dem her wird es diesen Kanal weiterhin geben. Natürlich geht es auch weiterhin um meine privaten Interessen, die ich mit Natalia ausfechten muss. Und diese Sachen werden immer wieder reinspielen, weil Natalia sie auch reinbringt. Und ich möchte mich dazu eigentlich nicht rechtfertigen. Ich möchte es nur richtig stellen, dass jeder einfach weiß, was Sache ist. Das finde ich sehr wichtig. Es gibt Leute, die finden meine Videos hier für überflüssig, finde ich nicht. Es soll ruhig immer wieder daran erinnert werden, was bei der zeitlosen Hundetherapie abgegangen ist und auch immer noch abgeht im Umgang mit den Tieren. Und ich sehe es auch nicht so, dass ich realitätsfern bin, was einige behaupten. Im Gegenteil, ich muss sagen, ich persönlich, meine Meinung, halte ganz andere Leute für absolut realitätsfern. Aber wie gesagt, jedem sei seine Meinung überlassen. Jeder darf seine Meinung nach wie vor auf meinem Kanal äußern. Auf dem Kanal bei Natalia ist es nicht möglich, das wissen wir alle. Und ich möchte nur darum bitten, dass weiterhin die Form und der Umgangston gewahrt sind. Und an alle, die sich wundern, warum ich Leute wie René Jakuza, M-Steff und so weiter nicht sperre, warum sollte ich, solange sie den Ton wahren? Wenn sie das nicht mehr tun, werden sie selbstverständlich gesperrt. Ich möchte keine persönlichen Beleidigungen oder Angriffe, die unter der Gürtellinie sind. Ihr wisst, was ich meine. Und ansonsten darf jeder seine Meinung bei mir nach wie vor frei äußern. Wer diese Meinungen und diese Äußerungen an ernst nimmt, mir fällt es manchmal sehr schwer oder ich kann es einfach nicht, aber das ist dann wieder meine persönliche Meinung und mein persönlicher Umgang mit den Dingen. In diesem Sinne, bei uns scheint die Sonne. Ich wünsche euch einen schönen sonnigen Vatertag, Feiertag und genießt die Zeit.